Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein paar Produkte hier für euch, die ich früher geliebt habe und bezweifle, dass sie mir heute immer noch gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte das sind, was ich damit meine und vielleicht sind sie ja wirklich doof oder auch nicht doof, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor es losgeht, kleiner Disclaimer, bitte, das ist kein Shade gegen einer der Marken. Ich liebe alle Marken, die hier vor mir liegen, auf ihre ganz besondere Art und Weise. Aber in meiner Erinnerung sind das Produkte, die gut waren, aber ich sie Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Und ich glaube, dass ich sie nicht mehr benutzt habe, weil sie doof sind. Oder für mich nicht funktionieren. Falls hier ein Produkt dabei ist, was dir vielleicht ganz gut gefällt und womit du sehr gut klarkommst, freue ich mich natürlich darüber, dass du ein Produkt hast, wofür du dein Geld ausgegeben hast und was für dich funktioniert. Vielleicht funktionieren die Produkte ja auch und meistens ist es so, dass Produkte, die irgendwie einzeln nicht ganz so cool sind, zusammen aber doch ganz schön sind. Und das möchte ich heute mit euch ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video, falls es euch gefällt, einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Primer habe ich nicht. Ich habe nämlich neulich, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch einmal hier, ein Video gedreht, wo ich Primer aussortiere, die für mich nicht funktionieren. Heißt also, ich habe keinen Primer mehr, der für mich nicht funktioniert. Meine Haut ist aber nicht trocken. Ich habe sie vorhin gepflegt und eigentlich reicht das auch. Ich bin ja eh so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Primer richtig sind oder falsch. Aber ich möchte mit Foundation anfangen und da habe ich hier die Beauty Blender Foundation. Diese Foundation liegt mir ganz besonders am Herzen, denn ich habe Darm. Genau deswegen mag ich sie nicht, weil sie mir hier überall alles voll Foundation gespritzt hat. Ich habe damals mein erstes Video auf YouTube, was viele, viele Klicks bekommen hat damals für meine Verhältnisse, zu dieser Foundation gedreht. Und ich glaube, ihr könnt sehen, warum ich sie nicht mag. Erstmal, sie ist schweineteuer. Zweitens, ich finde diese Applikation super, super schwierig. Die Idee ist gut, dass man mit dem Beauty Blender hier raufgehen kann und sich das so ein bisschen mischen kann. Aber, ihr habt es eben gesehen, es spritzt überall hin. Und ich arbeite mir jetzt erstmal die Foundation ein und an sich ist die Foundation gut. Ich weiß nicht, falls ihr sie habt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Generell, falls ihr hier ein Produkt findet, was ihr zu Hause habt, womit ihr gut klarkommt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, wie ihr die Produkte benutzt oder ob ihr vielleicht für mich irgendeinen Trick habt, wie ich die Produkte für mich zum Funktionieren kriegen kann. Ich pumpe hier und pumpe hier und pumpe hier und es kommt nichts raus. Das ist super, super anstrengend. Man pumpt sich hier echt einen Ast. Und ich glaube, da kommt nicht mehr viel raus. Die Foundation an sich, also das Produkt an sich, ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Die Foundation liegt toll auf der Haut. Man kann sie schön aufbauen. Das Packaging und so, das, es nervt mich. Also ihr seht, hier passiert irgendwie nichts. Man kriegt diesen Container hier auch nicht auf. Manchmal kann man ja so diese Pumpköpfe abschrauben oder so. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das reicht auch an der Kraft. Meine Haut sieht im Moment eigentlich, Gott sei Dank, großes Holz ganz gut aus. Und ich brauche nicht ganz so full Coverage Foundation. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen. Die Farbe ist etwas gelb. Ich habe das Licht extra etwas so eingestellt, dass es am Anfang aussah wie schwarz-weiß. Aber ihr könnt sehen, die Foundation kann man gut einarbeiten. Und das Ganze sieht gut aus. Die Foundation muss man auch nicht unbedingt setten, wir werden es aber trotzdem tun. Vorher möchte ich aber ein bisschen Concealer auftragen. Und da habe ich hier einmal einen meiner, ich glaube, das war der erste Concealer, den ich mir jemals gekauft habe. Damals so zu der MAC-Zeit, als MAC noch irgendwie die einzige Brand war, die es gab hier in Deutschland. Und das ist einmal der Pro Longwear Concealer. Und einen anderen Concealer, den ich früher super geliebt habe, aber jetzt gar nicht mehr benutzt. Und das ist der Jouer High Essential Coverage Concealer. Der ist gut, der ist so gut gewesen, dass ich ihn diesen Stöpsel schon rausgemacht habe. Ich glaube, wir benutzen den heute. Und ich hatte nicht mehr im Gedächtnis, dass der so deckend aussah und sich so gut schon angefühlt hat. Ich sehe schon wieder kommen, dass das hier ein neues Favoritenvideo wird. Freunde, hi, herzlich willkommen zum Maxim kann seine Videos nicht richtig betiteln, weil er mit einer anderen Idee reingeht und am Ende trotzdem zufrieden ist. Aber das ist das Schöne an diesen Videos. Ich mache ja das Ganze hier auch so ein bisschen für mich. So, ich habe halt das Make-up hier. Ich habe mir die Produkte gekauft damals oder halt auch nicht. Aber ich freue mich einfach, Produkte neu zu entdecken. Und ich will euch eigentlich damit nur anregen,
dass ihr auch mal nochmal durch euer Make-up durchgeht und Produkte nochmal raussucht, die ihr vielleicht früher gerne geliebt habt, aber warum auch immer nicht mehr benutzt. Vielleicht habt ihr was Besseres benutzt, bei dem Concealer beispielsweise weiß ich, ich habe was anderes gefunden. Ich habe mir dann irgendwann den Tarte Shape Tape gekauft und der ist einfach spitzenmäßig für mich. Aber der sieht auch so sehr schön aus und ich bin auch schockiert, dass die Farben so gut miteinander funktionieren. Ich habe jetzt kein Color Correction gemacht, deswegen gehe ich nochmal ganz leicht hier unter meinen Augen durch. Baue mir das so ein bisschen auf und lasse das Ganze kurz antrocknen. Ich glaube, dass der ein bisschen gecreased hat, wenn man ihn nicht richtig settet. Ich glaube, dass das ist ein Concealer, den man unbedingt baken muss. Ich möchte heute aber nicht baken, denn ich habe hier ein anderes Puder, wovon ich, ich glaube, mittlerweile 8 oder 9 Dosen zu Hause habe, weil ich es so gut fand und ich das dann geschickt bekommen habe von Catrice. Und ich greife jetzt aber gerade gar nicht mehr dazu. Das geht hier um das Catrice Extreme Blur Powder. Das ist ein loses Puder und das ist auch gut. Nur unter den ist es sogar noch zu. Ich meine, dass die Farbe da ein bisschen schwierig war. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Nee, ich glaube nicht. Das sieht im Döschen recht lachsfarben aus. Ein richtig schöner Sushi-Ton. Jetzt hier einfach mal mit meinem Schwamm rein. Das ist extrem fein gemahlen. Und man kann damit nicht richtig baken. Es blurrt alles weg. Aber es ist von der Farbe auch etwas gefährlich. Also bei meiner Hautfarbe geht es gerade so, aber ich glaube, wenn ihr heller seid als ich, könnte das so ein bisschen die Farbe eures Concealers verändern. Gehe damit einfach so ein bisschen über mein komplettes Gesicht und sette das und das ganze Gesicht sieht, ich hole euch auch gleich näher ran, sehr, sehr gefacetuned aus. Die Haut sieht sehr, sehr glatt aus. Es ist etwas trocken, ich meine, es ist ein Puder, klar, dass es trocken ist, aber es gibt auch Puder, die sich nicht ganz so trocken anfühlen und das ist eher so ein bisschen trockener. Ich könnte heulen, weil ich eigentlich Cream-Contour machen wollte. Mit einem Produkt. Egal, da ist auch ein Puder-Contouring-Produkt drin. Und das ist von Tarte. Falls ihr mir schon so lange folgt, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Die Tarte ist Pro Glow Palette. Einer meiner erfolgreichsten Käufe bei TK Maxx. Ich glaube, ich habe sie damals nur benutzt. Ich hatte aber auch nur diese Contour-Palette. Und es riecht nach Schokolade. Es riecht 1:1 wie von Too Faced, der Milk Chocolate Soleil Bronzer. Sehr, sehr schön. Und dieser Creme-Contour-Produkt war in meiner Erinnerung so, oh Gott, furchtbar. Es war immer schlimm. Ich glaube aber, dass es daran liegt, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Deswegen nehmen wir jetzt hier einen Puderpinsel und gehen in die Farbe Sculpt. Das ist ein Puder-Contouring-Produkt. Und das setze ich mir hier so ein bisschen höher hin. Im Moment setze ich mir meine Kontur. Vielleicht neulich hatte jemand gefragt, ob ich Cheekfiller drin habe. Ich habe einfach nur das Contouring-Produkt etwas höher gesetzt, dass mein Wangenknochen, ihr könnt sehen, jetzt noch höher aussieht, als er eigentlich schon ist. Das Problem bei diesem Puder ist, wenn eure Base nicht richtig gesettet ist, wird es patchy, finde ich. Und da ich jetzt mit diesem Loose-Puder durchgegangen bin, ist es aber eigentlich ganz schön. Kontur ist da. Ich sehe ein bisschen aus wie Maleficent heute, oder? I love it. Okay, wow. Base bis jetzt nicht schlecht. Ich möchte aber ein bisschen Bronzer auftragen. Und da habe ich hier von Benefit die Cheekleader Palette. Und wir haben hier einen Shimmer Rouge, einen Highlighter, einen normalen Rouge, den Hoola Bronzer und den Hoola Karamell Bronzer. Ich dachte eigentlich, dass ich vom Typ her eher so Karamell bin. Bin ich definitiv nicht. Und der Hoola Bronzer, irgendwie, der ist, finde ich, so ein bisschen abgegessen. Also es gibt mittlerweile so viele Bronzer und ich glaube dadurch, dass ich einfach eine super günstige Alternative, den Physicians Formula Butter Bronzer benutze, ist der für mich irgendwie einfach raus. Er sieht, oh, seht ihr? Da, genau das meine ich. Wenn die Base nicht richtig gesettet ist, ist das schwierig. Man kann ihn gut aufbauen und man kriegt dann diese Patches so ein bisschen weg, aber ich finde, er ist einfach zu teuer für heute noch. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, der MAC Concealer, der Hoola Bronzer. Das sind alles Produkte, die damals, es gab halt damals nichts anderes. Und die Beauty Community hat sich halt so verändert, dass es gibt so viele neue Produkte, die wir haben, die rauskommen, dass man manchmal auch so ein bisschen den Fokus auf alte Produkte verliert. Und deswegen finde ich das Video auch ganz, ganz wichtig, dass wir einfach Produkte benutzen, die wir ewig nicht benutzt haben. Ich möchte auch gleich diesen Blush benutzen. Das ist der Coralista Blush. Und am schlimmsten in dieser Palette ist dieser Pinsel hier. Ich glaube, das ist sogar Echthaar. Es riecht zumindest so.
Und ich finde, der kratzt total. Ich gehe jetzt in die Farbe Coralista rein und setze mir das hier so ein bisschen rauf. Und man sieht halt fast gar nichts, finde ich, davon. Ich nehme mal einen anderen Pinsel. Also ich kratze wirklich hier Produkt raus und das ist sehr, 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 sehr soft. Es gibt die Palette, glaube ich, auch noch in einem Ton dunkler. Ich glaube, ich habe die auch. Aber die habe ich noch nicht angebrochen. Die wollte ich mal in eine Verlosung packen. Also ihr seht, ich baue hier wirklich, 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 wirklich auf. Man sieht nicht viel, außer, dass das so einen leichten, ich glaube, das könnt ihr nicht sehen, so einen leichten, kreidigen Cast hinterlässt. Okay, Base sieht an sich gut aus. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Ich würde einmal ganz kurz die Augenbrauen rauf machen, bis wir dann zu den Augen kommen. Schreibt mir mal bitte jetzt in die Kommentare, wie die Base jetzt für euch aussieht. Ich sehe jetzt im Real Life, sehe ich Probleme, die mir nicht ganz so gut gefallen. Also dieser White Cast beispielsweise in diesem Blush ist zu hell für mich. Und der Blush an sich ist aber nicht stark genug. Also ich glaube, ihr könnt so ein bisschen sehen, was ich meine. Das Gesicht fühlt sich recht trocken an gerade. Das liegt an dem Puder. Aber ich möchte noch ein bisschen highlighten. Und da habe ich hier von Essence aus einer Limited Edition, vielleicht kennt ihr die noch. Das ist die Essence Wanted Sunset Dreams LE. Ein Marble Highlighter. Und er ist hier dunkel, er ist hier hell. Und Kickback ist da. Und er ist auch recht kreidig. Das ist weniger Schimmer, das ist tatsächlich eher so ein Highlighter, den ich mir hier unter die Augen geben könnte, um das Ganze aufzuhighlighten. Aber er ist super, super kreidig und trocken. Können gebackene Highlighter gebackene Produkte austrocknen? Conspiracy Theory. Ich habe den früher geliebt, ne? Und dann habe ich meinen gemacht. Also ihr seht, es ist sehr, 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 sehr kreidig hier. Gut, wir sehen uns gleich wieder und dann machen wir was auf die Augen. So, jetzt seid ihr schön nah dran und könnt das sehen. Ich habe jetzt nochmal kurz so 10 Minuten Pause gemacht und habe festgestellt, dass die Base ein bisschen oxidiert ist. Ich glaube, ihr könnt es in der Kamera nicht sehen, weil ich die Kamera so eingestellt habe, dass es im Nachhinein nicht so schwierig und verfärbt aussieht. Es sieht jetzt aber kühler aus, als es eigentlich ist. Also es ist doch schon recht warm. Es ist eine Kombination aus der Foundation mit dem Puder, was nochmal ein bisschen Farbe abgeht in diese Orange-Richtung. Und alles zusammen ist im Real Life okay, aber muss halt auch nicht sein. In der Kamera, muss ich sagen, sieht das gut aus. Es sieht aus wie ein Schwarz-Weiß-Video, vor allen Dingen mit den grauen Haaren dazu. Ich möchte jetzt aber was auf die Augen geben. Und da habe ich hier von Morphe und Jeffree Star diese Palette. Und die ist gut, aber, ach, ich weiß es nicht. Irgendwie, ich fühle sie nicht. Ich fühle sie nicht. Das ist irgendwie auch so ähnlich wie die Jawbreaker-Palette. Das ist super viel Kickback und wenig Farbabgabe. Also halt sehr, 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 sehr trocken. Man kann es verblenden und man kriegt damit was hin. Aber es gibt bessere Paletten A von Morphe und B von Jeffree Star. Also das ist nicht die beste Kollektion, die beide irgendwie rausgebracht haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Manny MUA hat in Zusammenarbeit mit Morphe eine Palette rausgebracht. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, wenn eigene Brand-Owner, also Leute, die ihre eigene Marke haben, in Zusammenarbeit mit einer anderen Marke Produkte rausbringen. Findet ihr das glaubwürdig? Er meint ja, er möchte Produkte entwickeln für viele Leute, die sich viele leisten können, weil Morphe ist einfach viel, 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 viel günstiger als beispielsweise Luna Beauty. Genauso wie hier bei Jeffree Star. Die Palette kostet, glaube ich, 20 Euro und Jeffrees kosten 60 Euro. Also vor allen Dingen die grünen Farben hier sind halt gar nicht mein Vibe. Vor allen Dingen auf einer getrockneten Base. Auf einer feuchten Base ist es schon ein bisschen besser. Sie sind aber trotzdem sehr, 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 sehr trocken. Grün ist natürlich auch schwer zu formulieren, aber so schwer halt auch nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Man braucht mit der Palette, finde ich, recht viel Zeit. Also ihr seht, je nachdem, welchen Pinsel ich auch benutze, kommt mehr oder weniger Farbe drauf. Das ist ganz klar. Aber welche Farben gut sind, sind hier so diese mittlere Reihe, diese Lila und Warm Tones. Das ist aber auch so Standard mittlerweile. Ich habe das Gefühl, Morphe ist die Marke mit den meisten Paletten, die genau gleich aussehen. No Shade. Ich mag Morphe total gerne. Seht ihr, dass es total fleckig hier ist? Ich nehme jetzt noch mal einen anderen Pinsel und Kickback ist auch da. Also ihr seht, es ist recht schwierig damit zu arbeiten. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in die Farbe Nate rein. Das ist so ein dunkleres Grün und das presse ich mir hier so ein bisschen in die Crease und baue mir das auf. Gib mir das komplett aufs Lid.
Die sind sehr, sehr kreidig. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera nicht sehen, aber die haben alle so einen sehr, sehr hohen Weißanteil mit drin, was mir nicht so gut gefällt. Vor allen Dingen die zwei Farben jetzt. Das ist echt krass. Ich gehe jetzt so ein bisschen in die Farbe Drive-Thru und presse mir das hier aufs bewegliche Lid doch einfach für ein bisschen Bewegung. Oder in die Farbe Glam Rapids. Ja, Glam Rapids. Das andere ist zu dunkel. Einfach damit wir so ein bisschen Bewegung noch mit drin haben. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber seht ihr das Grün unter meinen Augen? Ich glaube, ihr könnt sehen, dass es hier super, super patchy ist. Auf der Seite ist es okay, aber hier ist es irgendwie komisch. Die Lidschatten haften halt nicht konsistent auf dem Auge. Ihr seht hier diesen hellen Fleck und ich kriege ihn einfach nicht abgedeckt. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, die Lashes sind einmal drauf, sie trocknen gerade noch so ein bisschen und sie hier will nicht ganz so gut halten. Aber ich möchte noch was auf die Lippen geben. Und da habe ich hier von We Makeup die Farbe 92. Sie sieht recht grün aus in der Kamera, aber recht blau. Und wer trägt solche Farben? Ich habe nicht mal einen Lip Liner in der Farbe. So, wir lassen den Liquid Lipstick einmal ganz kurz trocknen. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die ich früher geliebt habe und heute nicht mehr benutze. Hasse ist ein schwieriges Wort, weil jetzt, wie gesagt, im Gesamtkonzept sieht das Ganze eigentlich richtig cool aus, oder? Es ist kein Look, mit dem ich auf die Straße gehen würde. Vielleicht tut es jemand von euch, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und bei der Verwandlung zum Froschkönig dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.